Das Werk von Zoran Muzic ist ein sehr stilles Werk, ein sehr authentisches Werk. Er hat in Zagreb an der Akademie studiert, ist dann früh auch in seinen Studienjahren nach Madrid gegangen, hat sich dort mit den großen Meistern der spanischen Kunst, mit El Greco, mit Goya und anderen auseinandergesetzt. Dann kommt im Jahre 1944 die große Zäsur der Verhaftung und der Deportation des Künstlers nach Dachau, wo er seine Leidensgenossen zeichnete. kehrt Muzic aus dem Inferno des Konzentrationslagers zurück. Er flüchtet sich in die idyllischen Welten seiner Jugend, in die arkadischen Gegenden Dalmatiens. In dieser Zeit hat der Künstler alte Themen für sich neu entdeckt. Das waren die dalmatinischen Pferdchen, das waren die Fähren. In der Ausstellung werden auch Werke des, man könnte fast sagen, reifen Muzic gezeigt, in denen der Künstler seine Landschaften gleichsam in ein ornamentales Gewebe transformiert hat. Was danach folgte, waren Landschaften, in denen er bis an die Grenze der Abstraktion ging. Zoran Muzic hat über 25 Jahre diese Zeit im Konzentrationslager versucht zu verdrängen und es brach dann heraus durch ein Ereignis, das wiederum weltpolitischer Natur war, durch den Vietnamkrieg. Und er hat 1970 diese Serie geschaffen nach seiner Phase der Abstraktion von Menschen, die er sozusagen aus der Erinnerung heraus geschaffen hat. Eine Serie, die er betitelt hat mit »Wir sind nicht die Letzten«. Die letzten zwei Seele der Ausstellung setzen sich mit dem alternden Zoran Muzic auseinander. Wir sehen Figuren, die sich von der Welt peu à peu verabschieden, gehören meines Erachtens auch zum eindrücklichsten, was die Kunst im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat.